Einen guten Morgen und herzlich willkommen, liebe Presbyterin, liebe Presbyter, liebe Zuschauer an Bildschirmen, die hier mitfeiern. Wir feiern Gottesdienst und tun das im Namen und in der Gegenwart Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich grüße euch mit dem Wochenspruch aus Johannes 1. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Wir sind Empfänger, haben von seiner Fülle genommen. Das mögen auch die drei Weisen gesagt haben, als sie die Erscheinung Jesu mit eigenen Augen gesehen haben. Erscheinung auf Griechisch Epiphanias, der Stern von Bethlehem hängt bewusst. Wir feiern den zweiten Sonntag nach dem Epiphaniasfest und versuchen auch etwas in uns zu tragen von dieser weihnachtlichen Begegnung mit Jesus. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Wir sind Empfänger. Wir sind darauf angewiesen, dass Gott uns beschenkt, damit wir etwas zu geben haben. Lasst uns darum beten, dass das in diesem Gottesdienst geschieht. Das tun wir mit dem ersten Lied, leider wie gewohnt noch ohne Gemeindegesang. Wer es aufschlagen und mitverfolgen möchte, Morgenglanz der Ewigkeit Nummer 450 in unseren evangelischen Gesangbüchern. 450. Thank you.
Wir hören, wie wir es gewohnt sind, auf Worte von einem Psalm. Lasst uns dazu aufstehen. Für den heutigen Sonntag ist Psalm 105 angegeben und ich frage mich immer, wie ist die Verbindung zum Predigttext? Ich kenne ihn ja schon, die Hochzeit zu Kana. Und ich nehme an, es ist die Zeile: Gedenket seiner Wunderwerke, die er getan hat. Jesus tut Wunder. Warum? Und wo will er unsere Aufmerksamkeit hinlenken? Lasst uns beten mit den Worten vom Psalm 105 und anschließend unseren Glauben bekennen. Ja, lasst uns im Wechsel sprechen, Nummer 761, Psalm 105. Und statt dem Lobgesang bekennen wir anschließend unseren Glauben. Danket dem Herrn und rufet an seinen Namen. Singet und spielet ihm. Rühmet seinen heiligen Namen. Fraget nach dem Herrn und nach seiner Macht. Gedenket seiner Wunderwerke, die er getan hat. Du Geschlecht Abrahams, seines Knechts. Er ist der Herr, unser Gott. Er gedenkt ewiglich an seinen Bund, lasst uns unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Bitte nimm Platz. Für alle evangelischen Gottesdienste in Deutschland ist immer ein Predigttext vorgeschlagen. Und die Gottesdiensthaltenden unter uns, die Lektoren und Predikanten, wissen, es gibt auch ein Lied, das in ganz Deutschland empfohlen wird, im Gottesdienst zu singen. Manchmal ist es bekannt, manchmal unbekannter. Heute ist es ein sehr bekanntes Lied, das Wochenlied »In dir ist Freude«. Und wer es mitverfolgen möchte, Nummer 398. 398, in dir ist Freude. Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Presbyterin, liebe Presbyter, liebe Gemeinde, ich möchte euch heute Morgen einladen, ob ihr nicht Lust habt, dass wir gemeinsam zu einem Ort gehen, wo es richtig schön warm ist. Ganz, ganz warm, so warm, dass man in dem großen Garten, in dem großen Gelände viele Tücher aufgespannt hat, damit es schön schattig ist, den Tag über, wo man auf großen Sofas, auf großen Kissen liegt und sich unterhält, stundenlang die ganze Verwandtschaft, man bringt sich auf den neuesten Stand, immer wieder wird Wein gereicht, es wird miteinander gegessen und getrunken und das nicht so für einen Nachmittag. Ich möchte euch einladen in ein Land ohne Kontaktverbot und Feierverbot, wo schon 3 Tage lang gefeiert wurde. Und immer, wenn man nicht mehr wusste, was man sich gegenseitig erzählen soll, mit wem man sich schon lange nicht mehr getroffen hat, hat man wieder nach vorne geguckt und das Glück des Hochzeitspaares beobachtet, in den Augen der Braut, in dem Stolz des Bräutigams. Hochzeit zu Kana. Nicht einen Tag, nicht ein verlängertes Wochenende, man hat sich eine Woche Urlaub genommen, um miteinander Hochzeit zu feiern. Habt ihr schon jemals irgendwas in eurem Leben eine Woche lang gefeiert? Was denn? Hochzeit in Afrika, die können noch feiern. Die haben noch was von Kana sich bewahrt. Die Hochzeit in Kana. Ich lese aus Johannes 2 das erste Wunder, das Jesus nach dem Johannesevangelium getan hat. Und wir können im Hinterkopf, während wir die Wärme genießen und den guten Wein uns mitdenken, wir können im Hinterkopf überlegen, warum tut Jesus dieses Wunder, warum tut Jesus überhaupt Wunder? Am 3. Tag wurde in Kana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert. Die Mutter von Jesus war dabei und auch Jesus war mit seinen Jüngern dazu eingeladen. Und als der Weinvorrat zu Ende war, sagte seine Mutter zu ihm, siehe, sie haben keinen Wein mehr. Und Jesus erwiderte ihr, Frau, das ist meine Sache, nicht deine. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter an die Diener und sagte, tut alles, was er euch befiehlt. Im Hause standen 6 Wasserkrüge aus Stein, von denen jeder etwa 100 Liter fasste. Und wir haben auf der Israel-Reise bei einem kurzen Stopp in Kana diese riesen Tonkrüge uns angeschaut, über 100 Liter für das Reinigungswasser, für sich den Staub von den Händen und Füßen waschen, für sich zu säubern. 6 Wasserkrüge, man brauchte sie wegen der Reinigung, die das Gesetz vorschreibt. Und Jesus sagte zu den Dienern, füllt diese Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis an den Rand. Und dann befahl er ihnen, jetzt nehmt eine Probe davon und bringt sie dem Mann, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten ihm eine Probe und er kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste nicht, woher dieser Wein kam, nur die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam zu sich und sagte, jeder bringt doch zuerst den guten Wein auf den Tisch und wenn die Gäste schon reichlich getrunken haben, folgt der schlechtere. Aber du hast den guten Wein bis zuletzt aufgehoben. So vollbrachte Jesus in Kana in Galiläa sein erstes Wunderzeichen und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger kamen zum Glauben an ihn. Was für eine Geschichte! 3 Tage von 7 Tagen hatte man schon gefeiert.
Und dann kommt Jesus noch spontan dazu, stellt noch 13 Stühle dazu. Die Jünger kommen auch alle mit. Nach dem Motto, 40 sind geladen, 53 sind gekommen, gieß Wasser zum Wein, heißt alle willkommen. Jesus und seine Jünger, extra Gäste, und da kann einem schon mal der Wein ausgehen, ob diese Jünger da Mitverursacher waren von diesem Engpass. Und man kann sich gar nicht vorstellen, wie peinlich das für das junge Ehepaar gewesen wäre, wenn der Ruf sich verbreitet hätte, die laden zu ihrer Hochzeit ein, 7 Tage, aber nach 3 Tagen geht ihnen schon der Wein aus. Was ist das für ein Fest? Es gab keine Alternative, es gab keine Softdrinks. Naja, dann trinken wir halt Cola oder Fanta. Wasser. Wasser und Wein gemischt. Nicht der pure Wein, sonst wäre mittags die Feier schon vorbei gewesen. Aber immer so ein bisschen, um in leicht gehobener Stimmung zu bleiben. Pfälzer kennen das von so manchem Weinfest. Und dann geht der Wein aus. Und Maria kennt ihren Sohn, aber offensichtlich nicht aus Erfahrung, denn er hat vorher, wenn wir Johannes folgen, noch kein Wunder getan. Trotzdem scheint Maria von ihrem Sohn Jesus eine ganz hohe Meinung zu haben und scheint sich sicher zu sein, was immer er sagt, tut es. Jesus sagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Er lebt nach diesem Motto, das wir als wunderschöne Liedzeile kennen. Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein. Dürfen wir uns heute Morgen auch wieder neu mitnehmen, wo wir unsere Zeit in Gottes Hände legen. Da strahlt das eine Ruhe, einen Frieden aus, den uns diese Welt, den uns diese To-Do-Listen unseres Alltags nicht geben können. Ab und zu mal wieder diesen Satz sagen, Gott, meine Zeit steht in deinen Händen und du wirst mir zur richtigen Zeit das Richtige eingeben. Und Maria sagt, tut, was er euch befiehlt, und das ist auch an uns gesagt. Tut, was Jesus sagt. Das finde ich für ein Presbyterium, das finde ich für eine Kirchengemeinde immer wieder die große Herausforderung, weil wir Menschen gewohnt sind, wenn man uns nach Rat fragt, wie sollen wir das entscheiden, dann haben wir hier unsere Erfahrungen, was wir so erlebt haben, und dann haben wir unseren gesunden Menschenverstand, auf den wir uns verlassen können, und dann haben wir doch immer, dann entsteht so eine Art Bauchgefühl. So eine Richtung, wo es hingehen kann, und nach bestem Wissen und Gewissen hebt jeder die Hand oder lässt sie unten. Christen kennen noch eine weitere Meinung und nehmen sie hinzu. Und gerade auch im Presbyterium sind wir immer wieder aufgefordert, Gott zu fragen, Gott, was ist dein Wille mit dieser Gemeinde, mit diesem Dorf, Maxdorf, mit Menschen um uns rum, mit denen, die in einem engen Kontakt zu Gott leben und mit denen, die das noch nicht kennen und die vielleicht noch auf das große Wunder in ihrem Leben warten, wie die Hochzeitsgäste hier. Was Jesus euch sagt, das tut. Da waren wir auf der Suche, auf der Spur und haben oft am Anfang einer Sitzung gebetet, lenke unsere Gedanken, Jesus, nach deinem Willen. Und am Schluss beim Vater unser, mit dem wir ja jede Sitzung beenden, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch bei uns hier auf der Erde. Mir wird immer im Sinn bleiben, dass in meiner Heimat Dorfkirche in Lachenspeyerdorf bei Neustadt hinter dem Predigenden so ein großer Spruch steht aus 2. Korinther 4. Wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus als den Herrn. Wir predigen nicht uns selbst. Und wenn der Pfarrer oder ein Lektor vorne steht, wenn ein Ermutiger vorne steht und predigt, dann geht es nicht um unser Bauchgefühl, um das, was eigentlich schon immer mal gesagt gehört, sondern es geht darum, wie es auch nachher in der Verpflichtungserklärung versprochen wird von allen Presbytern, es geht zu dem hin, der die Mitte ist.
zu Jesus Christus. Hört, was er euch sagt. Das ist mein Traum von Kirche. Dass man in den Gottesdiensten, in den Angeboten, wo immer Kirche aktiv wird, etwas spürt davon, dass Gott heute noch handelt und unter uns da ist, dass Jesus Christus uns den Himmel auf die Erde gebracht hat und wir aufgerufen sind, sein Reich zu verbreiten. 6 Wasserkrüge. Warum benutzt Jesus das Wasser, das für die Reinigung vorgesehen war? Hat Jesus schon im Blick voraus diese Verbindung von Reinigungswasser, vom Reinigen, was er auch bei seinen Jüngern dann später ganz praktisch getan hat, inklusive Judas, das Reinigen seiner Jünger kurz bevor er über sein Blut spricht und das mit dem Bild, mit dem Symbol des Wassers, des Weines verbindet? So oft ihr Wein trinkt, tut das zu meinem Gedächtnis. Jesus verwandelt hier in Kana Reinigungswasser in Wein und setzt später diesen Wein der Reinigung ein, um uns mit ihm zu verbinden, wo immer ihr Abendmahl feiert. Ich habe inzwischen so richtig Sehnsucht, mal wieder Abendmahl zu feiern. Mensch, es wird höchste Zeit. Dieses besondere Zusammensein mit Jesus. Ich habe vorhin gesagt, lasst uns überlegen, warum Jesus wohl dieses Zeichen getan hat, dieses Wunder. Und wenn Jesus ein Wunder tut, gerade wenn wir dem Johannesevangelium folgen, dann war es immer so, dass er mit dem Wunder ein großes Hinweiszeichen aufgestellt hat. Hier geht's zu himmlischen Zuständen. Und wenn ich im Bild bleibe und wenn ich vergleiche, hier wäre ein Schild, hier geht's zum See, zum Lamsheimer Weiher, und ich setze mich unten am Schild hin und packe meine Picknicktasche aus, meine Decke und lege mich an den Straßenrand. Wir sind uns alle einig, das wäre ein bisschen zu früh, das wäre auch das Schild nicht richtig gedeutet. Es geht in diese Richtung und erst am See bin ich am Ziel. Wenn Jesus Schilder aufstellt, wenn Jesus Wunder tut, dann fordert er uns auf, bleibt nicht beim Wunder stehen, sondern lasst euch die Augen öffnen für eine Welt, aus der ich, Jesus, komme und in die ich euch mit hineinnehmen möchte, in das Reich Gottes, das hier schon beginnt, das hier schon Spuren hinterlässt, das hier schon Wunder geschehen lässt. Jesus fordert uns auf, rechnet mit Wundern, rechnet mit Wachstum, mit Früchten, die in der Wüste wachsen können und wo ihr noch keine Entwicklung und noch nichts seht, da kann ich es wachsen lassen. Rechnet mit Wundern. Bei Jesus gibt es eindeutig den besten Wein, das lernen wir hier. Und ich frage mich, muss ich immer erst leer gelaufen sein? Muss ich erst all meine Vorräte aufgebraucht haben, bevor ich mich an Jesus wende? Auch das möchte ich uns heute Morgen mitgeben. Wir dürfen zu Jesus kommen, schon dann, wenn wir noch gute, gefüllte Vorräte haben. Jesus feiert hier mit den Menschen. Jesus ist nicht nur für die Tiefpunkte unseres Lebens da, wenn wir nicht mehr können, sondern er möchte, dass wir vorher schon zu ihm kommen, alles Mühsame, alle Lasten immer wieder zu ihm bringen. Dass wir auch dann, wenn es uns gut geht, fragen, Jesus, was ist dein Wille? Was soll ich tun? Jesus will unsere Reserven auffüllen, so wie er das hier bei der Hochzeit getan hat. Jesus kann Wunder tun und kann Neues schaffen. Christus, die Mitte. Ich möchte schließen mit einem Gedanken, der mir kam, als ich diese Woche gefragt wurde, wie kam das eigentlich, dass diese Kirche irgendwann mal nicht mehr nur protestantische Kirche Maxdorf genannt wurde, sondern Christuskirche? Ich habe mich erinnert und habe gedacht, ja, erstens war es Christus im Fenster, der gute Hirte im Eingangsbereich und Christus der Sandstein, Christus unter den Menschen. 3-mal Christus, diese Kirche kann nur Christuskirche heißen. Es war aber auch die Zeit, als die Gemeinde
Maxdorf BSF-Siedlung und Birkenheide vorausgegangen sind und ihre Kirchen Lukaskirche und Johanneskirche genannt haben. Jetzt sind in dieser Kirchengemeinde Maxdorf, in dieser protestantischen Kirchengemeinde, zwei Kirchen, die Christuskirche und die Johanneskirche. Und ich finde das eine ganz tolle Paarung. Über Christus haben wir in der Predigt jetzt vieles gehört, viele Erinnerungen, dass er die Quelle sein will, das Ziel, die Mitte von Gemeinde. Und Johannes, das war der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte. Da war so eine ganz besondere Verbindung zwischen Johannes und Jesus. Eine Verbindung eines tiefen Vertrauens, richtig tiefe Zuneigung. Und es ist mein Wunsch und mein Traum von Kirche, dass Johannes und Christus, dass Kirchen, dass Christinnen und Christen, dass Presbyterinnen und Presbyter eine Gemeinschaft bilden, so wie unser Vorbild Jesus uns das vorgelebt hat. Vertrauensvoll und dass wir voneinander auch Wunder für möglich halten. Christen werden nicht am Erfolg gemessen, sondern an den Früchten, die sie bringen. Und Jesus Christus will mit uns verbunden sein. Es gibt nichts, was wir nicht durch ihn tun können. Wir müssen nur eng mit ihm verbunden sein, damit er es durch uns tun kann. Amen. Amen. Ich möchte das Lied singen vom Wasser, das Wein wird, im Feiert Jesus 4, das habt ihr jetzt leider nicht in den Bänken, ist das Lied Gott, du bist größer. Manche kennen den Refrain gut auswendig und können wenigstens den mitdenken. Feiert Jesus 4, 119, Wasser wird Wein, Blinde gehen. Thank you.
Vielen Dank fürs Mitklatschen. Man jubelt sich hier einen ab und keine Reaktion in den Bänken, aber ich weiß, dass ihr im Herzen dabei seid. Einführung von Presbytern, Dank an diejenigen, die ausscheiden aus dem Amt. Ich möchte diesen Teil einleiten mit einem Zitat aus 1. Petrus 4. Dient einander, ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Gott, unser Vater, dein Geist hält uns verbunden im Hören und Singen, im Beten und im Tun. Du hast uns zu Gliedern deines Volkes berufen und schenkst uns Gemeinschaft mit dir und untereinander. Wir danken dir für die Menschen, die bereit sind, als Presbyterinnen und Presbyter Verantwortung zu übernehmen in der Leitung unserer Gemeinde. Lass sie und uns alle auf dich hören, auf dein Wort, das befreit und ermutigt, das hilft, das Rechte zu tun und dem Falschen zu wehren. Das bitten wir im Vertrauen auf Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Presbyterin, liebe Presbyter, liebe Gemeinde, am ersten Advent des vergangenen Jahres, vor knapp 2 Monaten, wurden zu Presbyterinnen und Presbytern in unserer Kirchengemeinde gewählt und werden berufen in alphabetischer Reihenfolge die 16 Personen Ute Büchner, Gerd Esswein, Heidrun Fischer, Stefan Graf, Anke Hundeloh, Maren Kieburg, Andreas Kuhn, Marion Manet, Gerhard Manet, Jutta Ratajski, Wolfgang Reich, Tobias Schillack, Anne-Rose Schreiter, Angelika Stein, Tina Wieme und Julia Wulff. Wir wollen jetzt diese Presbyterinnen und Presbyter in ihr Amt einführen. Dazu hört auf Worte der Heiligen Schrift. Paulus schreibt in Römer 12, wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe. So sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied. Wir haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Unsere Kirchenverfassung sagt im Paragraph 13 vom Presbyterium, Presbyter und Pfarrer leiten zusammen die Kirchengemeinde. Sie tragen gemeinsam Verantwortung für die Verkündigung des Evangeliums in Wort und Sakrament, für die Seelsorge, die christliche Unterweisung, die Diakonie und Mission sowie für die Einhaltung der kirchlichen Ordnung. Zu den Aufgaben des Presbyteriums gehören insbesondere erstens für den Dienst der Haupt-, Neben- und ehrenamtlichen Mitarbeiter in der Kirchengemeinde Sorge zu tragen, zweitens die Gemeindearbeit in allen Bereichen zu fördern, drittens zur Aussprache über kirchliche Angelegenheiten und zur Pflege des kirchlichen Lebens Gemeindeversammlungen einzuberufen, viertens für die Durchführung von Sammlungen zu sorgen, so war das mal, fünftens, die Gemeindeglieder zu informieren. Sechstens, das Vermögen der Kirchengemeinde gewissenhaft zu verwalten. Siebtens, dafür zu sorgen, dass die Gebäude nebst Zubehör in gutem Zustand erhalten werden. Achtens, das Pfarrwahlrecht der Kirchengemeinde nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen auszuüben. Und neuntens, die Kirchengemeinde gerichtlich und außergerichtlich zu vertreten. Zur Einführung bitte ich die Presbyterinnen und Presbyter, die ich verlesen habe, die gewählt sind für das neue Presbyterium, jetzt aufzustehen, sich zu erheben. Und ich frage euch, wollt ihr dieses Amt in unserer Kirchengemeinde, in der protestantischen Kirchengemeinde Christus- und Johanneskirche Maxdorf führen, gemäß dem Evangelium, wie es uns die Heilige Schrift bezeugt?
damit durch euren Dienst die Gemeinde wachse in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, so antwortet: Ja, mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, segne euren Dienst und erhalte euch in seiner Gnade. Amen. Ich möchte euch nun die Ernennungsurkunde überreichen. Das geht nicht direkt. Ich werde sie hier ablegen und bitte euch jetzt nacheinander vorzukommen und die Urkunde in Empfang zu nehmen. Nehmt dafür bitte erstmal wieder Platz. Zum Team gehört Ute Büchner. Sie wird ihre Urkunde noch bekommen. Gerd Esswein. Heidrun Fischer. Auch Stefan Graf wird seine Ernennungsurkunde noch bekommen. Anke Hundelow. Maren Kieburg. Andreas Kuhn. Marion Mahnert. Gerhard Mahnert. Jutta Ratajski. Wolfgang Reich. Tobias Schiller. Anne-Rose Schreiter. Angelika Stein. Tina Wiemé. Und Julia Wulff. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du Menschen, Männer und Frauen bereit machst zum Dienst in deiner Kirche. Hilf unseren Presbyterinnen und Presbytern mit der Kraft deines Heiligen Geistes. Gib ihnen Freude in ihrem Amt. Bewahre sie vor Entmutigung. Segne sie in ihrer Arbeit und halte sie untereinander und mit uns allen verbunden im Dienst der Liebe und im Lob deines Namens. Das bitten wir durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Nachdem das neue Presbyterium eingeführt ist, gilt es jetzt, denen zu danken, die ihren Dienst mit dieser Amtsperiode beenden. Und es soll in unserer Kirchengemeinde ein festes Prinzip sein, dass so leicht wie es ist, in die Mitarbeit hineinzukommen und irgendwo zu sagen, ich mache mit, genauso leicht soll es auch sein, ein Amt abzugeben und mit leichtem Herzen, vielleicht ja,
mit schönen Erinnerungen, mit Schwermut, aber doch mit leichtem Herzen und mit unserer ganzen Dankbarkeit auch Dienste wieder abzugeben. Das sind zum Teil auch sehr lange Geschichten, die wir hier verabschieden. Und das wäre eigentlich einen langen, einen festlichen Gottesdienst wert mit Pauken und Posaunen, mit Flöten und Gesang. Das müssen wir uns heute dazu denken. Nichtsdestotrotz, ich möchte diejenigen, die ich jetzt aufrufe, die ihr Amt heute beenden werden, einladen, dass ihr das mit nach vorne an diesen Altar bringt, was an Früchten in dieser Zeit war, was gut war, wodurch euch Gott hat neue Dinge entstehen und wachsen lassen. Bringt's als Erntedankgaben auf den Altar. Und das, was nicht gut war, da wo Unzufriedenheit ist, vielleicht Ärger auch über Menschen, bringt das auch mit. Legt das auch hierhin und das Kreuz. Jesus wäscht alles ab, was uns das Leben schwer macht, vergibt uns Schuld, damit wir frei durchs Leben gehen können. Bringt es mit, legt es ab und geht mit freiem Herzen und mit unserem ganzen Dank und unserer Anerkennung in die kommende Zeit, jetzt ohne Presbyteramt, aber immer mit der Einladung, macht mit bei Gemeinde und lasst uns weiter verbunden bleiben. Zu den ausscheidenden Presbytern zählt Judith Gilch, die heute wegen Krankheit nicht dabei sein kann. Sie wird die Dankesurkunde und das Geschenk der Gemeinde nachträglich bekommen. Ich bitte nach vorne Marion Hoffmann-Seifert. Ralf Michael. Von Herzen Dank. Wolfgang Schulz. Kalle Wingerter. Auch Daniel Graf ist heute nicht dabei und wird die Urkunde noch überreicht bekommen. Auch Heinz Volz danken wir für sein Dabeisein von 1990 bis 2020, 30 Jahre Presbyterzeit gehen für Heinz Volz zusammen, zu Ende. Gott segne ihn dafür. Ja, und jetzt steht hier Gerhard Kettenring. Für treue und gewissenhafte Mitarbeit im Presbyterium der Johanneskirche Maxdorf-Siedlung in den Jahren 1972 bis 2020 sprechen wir Gerhard Kettenring unseren Dank aus. Für 45 Jahre, eine ganze Arbeitszeitwelt hast du dich eingebracht und dafür ein besonderes Dankeschön, eine besondere Anerkennung deiner Kirchengemeinde für deinen Dienst. Dankeschön. Wir bedanken uns weiterhin bei Gerhard Kettenring für 45-jährigen Lektorendienst. 45 Jahre lang war Gerhard immer bereit und wann immer ich ihn angerufen habe, wurde sofort der Hörer abgenommen, als Lektor Gottesdienste zu halten. Schon lang vor meiner Zeit, viele Pfarrerinnen und Pfarrer hast du erlebt, alle Auf und Abs und die Zusammenarbeit mit anderen, die verkündigen. Die Ausbildung war eine ganz andere als heute. Das hast du immer mal wieder erzählt, dass man doch heute da die Lektoren ein bisschen besser vorbereitet, in ihren Dienst schickt. Ich freue mich aber sehr, dass du
nicht nur als Lektor jetzt in deinen wohlverdienten Ruhestand gehst, sondern dass du uns als Verkündiger und als Ermutiger erhalten bleibst und dafür dir auch deine Kräfte fokussieren möchtest. Denn dort bist du nicht Ableser, sondern jemand, der ganz frei über seinen Glauben spricht. Und das tut so gut, das ist so ermutigend, dass ich ja einerseits danke und verabschiede und andererseits von Herzen froh bin, dass du uns erhalten bleibst als Speicher, als externer Datenspeicher für Johanneskirche und Kirchengemeinde, aber auch als echter Verkündiger, der was zu sagen hat, der was zu predigen hat. Ganz herzlichen Dank dafür, Gott segne dich dafür und auch in allem, was kommt. Sei behütet. Lasst uns aufstehen und beten. Lieber Vater, das ist schon erhebend, Männer und Frauen zu sehen, die bereit sind, diesen Dienst zu übernehmen, ihre Gabe der Kirchengemeinde zur Verfügung zu stellen, ihre Zeit, ihre Kraft, um zu leiten. Dafür brauchen wir Weisheit. Und so wie Salomo gebetet hat, dass du ihm Weisheit schenkst für die Führung seines Volkes Israel, so beten wir heute als Presbyterinnen und Presbyter, gib uns deinen Heiligen Geist. Lass uns die nächsten Jahre die Gemeinde leiten nach deinem Herzen, Christus. Sei du unsere Mitte, sei du die Kraft, Herr. Und dann werden wir gute Entscheidungen bringen, die unser Dorf, die deine Gemeinde, Jesus, voranbringen. Wir danken dir für alle Männer und Frauen, für alle, die heute ihren Dienst als Presbyterinnen und Presbyter beenden. Was für einen Segen hast du uns geschenkt durch sie. Gib ihnen zurück, was sie an Kraft und Einsatz in die Kirche eingebracht haben. Herr, segne sie dafür, begleite sie, sei du auch weiterhin ihr guter Hirte und ihr Schutz. Und wandle du alle Mühe, allen Einsatz in Segen. Wir beten füreinander, für diejenigen, denen es nicht gut geht, für diejenigen, die ja in Befürchtung leben, ob sie auch vom Coronavirus betroffen sind oder die selbst Corona sich angesteckt haben. Wir beten, Herr, um einen milden Verlauf. Wir beten, Herr, um Gnade. Schenke du auch wieder Heilung. Sei du bei denjenigen, die zu uns gehören und die doch, mit denen wir uns so eng verbunden fühlen und denen wir Heilung wünschen. Wir beten für unser Land und für unsere Welt. Lass uns gut geführt durch diese Corona-Krise kommen. Auch in unserer Regierung, Herr, merken wir, wie gut es ist, eine gute Leitung zu haben. Menschen, die verantwortungsvoll Entscheidungen treffen. Segne alle diejenigen, die in unserer Kirche und in unserem Land Verantwortung tragen und Entscheidungen treffen. Schütze sie, Herr, und gib auch ihnen Weisheit. Alles, was uns bewegt, wir bringen es im Gebet vor dich und sprechen zu dir als deine Kinder. Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich bitte euch, dass wir wie gewohnt einzeln auch wieder durch den rechten Ausgang nach draußen gehen. Draußen leider
nicht mehr zusammenstehen in Gruppen, sondern ja, wie das die Corona-Maßnahmen von uns verlangen, dass wir wieder auseinandergehen. Ich sage das so schweren Herzens, aber so sind leider die Vorgaben. Nehmt euch noch die Jahreslosung mit. Dadurch, dass wir keinen Live-Silvester-Gottesdienst hatten, sind noch viele Lesezeichen auf der Kollektendose hinten übrig. Nehmt euch ruhig 2 oder 3 mit, verteilt sie noch in der Familie. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Was für ein gutes Wort. Der Gottesdienst wird in einer Stunde online sichtbar sein über unsere Homepage oder über unsere YouTube-Seite auf der Christuskirche abrufbar. Im Januar wird es keine Live-Gottesdienste geben. Es ist noch offen, wie wir im Februar weitermachen. Das wird ganz sicher abhängen von den deutschlandweiten Corona-Bestimmungen, aber auch von den Fallzahlen in unserem Rhein-Pfalz-Kreis. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Ich bitte euch aufzustehen und den Segen Gottes in Empfang zu nehmen. Gott, der Herr, segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott, der Herr, erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Einen gesegneten Sonntag. Bis bald. All mine.